Herzlich willkommen bei Via Meras. Ich bin's, der Uwe. Heute sehen wir uns Volleyball-Fieber an. Das Spiel habe ich mir jetzt geholt für 5,99 Euro im Steam Store. Bewertungen waren sehr gut. Jetzt habe ich gedacht, ich schaue mir das einfach an. Ich habe es schon gespielt. Wir können uns das dann gleich anschauen, aber es ist wirklich lustig. Also für diese 6 Euro ist das ein kleines Spiel. Es ist recht gut gemacht, es ist einfach gemacht, man kann es gut spielen. Hat tolle Minecraft-Grafik. Schaut auch sonst recht gut aus. Also Ball und so weiter, alles knackscharf. Also ich finde ein tolles Spiel für 6 Euro. Ich habe gesagt, wir schauen uns das jetzt einmal an. Und ab geht's! Und es geht los. So schaut das aus. Und zwar Modus Solo, Online, Settings und Quit. Settings kann man einstellen wie viele Spiele, Region, Music, Sprunghöhe. Click to jump off. Nein, brauchen wir aber nicht. Im Assistent off, Snap turn off, Movement on. Damit wir selber gehen können. Snap turn auch brauche ich jetzt nicht. Normale Gegner, passt. Machen wir mal ein Solo-Spiel. Docks über am Beach. So, das schaut ja recht lieb aus. Wow. Ball. Okay, meine Hände sind halt so eine Brettoffeln. Da spielt der Indiana Jones mit. Die Betty Pups. Und da, was weiß ich. Na, schauen wir mal. Spielen wir mal. Und, ja, das geht gut. Also das war jetzt ausgezeichnet. Entschuldigung, aber war auch gut drin. Gut, gut. Wow. Also das physikalisch, physikmäßig gut. Punkt, jawohl. Schuss und. Oi. Au, das war jetzt wirklich von mir schlecht geschossen. Okay. Ah. Das war auch schlecht, okay. Mein Fehler kommt nicht mehr vor. Glück gehabt. Jawohl, Gott sei Dank. So, jetzt spiele ich auf der Seite. Okay. Yes. Der Kollege dran, ja, macht da gute Aufschläge. Oh, holt den Kahn auf euch, Zappalot. Also das ist ja echt lustiges Spiel. War das jetzt ein Punkt oder was? So. Ah, sehr schön. Dann macht es einen Punkt. Ich will das Spiel gewinnen. Also mit beiden Händen zu beginnen, das funktioniert dann relativ gut. Ha! Erster Punkt. Yes! Ah, jetzt muss ich vorhin spielen, okay. Oh! Das war, glaube ich, gegen uns. So, wir schießen. Also das ist ja lustig. Also das Spiel macht gut. Ja, mein Punkt. So, jetzt bin ich auf der Seite. Shot. Zu fest. Und her zu mir. Aua. Wo bin ich jetzt dagegen gehauen? Ups. Ah. Hm?
Zu mir, zu mir. Danke. Ich glaube, da muss ich durch dieses Springen einstellen. So, was war jetzt? Ich habe noch gar nicht gespielt. Also, gehen wir wieder auf einen Ursprungspunkt zurück. Also, ich hätte aber mal gesagt, wir probieren mal kurz. Ah, das Menü komme ich nicht. Resume. Weil mit dem, naja, also springen kann man auch, das sollten wir einstellen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Das war mein Fehler, Entschuldigung. Ja. Hö, der geht raus, passt. Danke, danke, bitte. So. Die anderen spielen echt sehr gut mit. Hey. So. 3-1, hey, Blue One, yes. So. Ah, Entschuldigung. Aber es funktioniert wirklich ausgezeichnet. Also ich mache wirklich, da mache ich wirklich die Fehler, wenn da was nicht klappt. Okay. Aber wenn man da richtig schießt, so wie jetzt, perfekt. Also das funktioniert. Also das macht ja richtig Spaß. Ich habe gesagt, wir gehen mal das trotzdem mal raus. Testen wir nochmal schnell. Ein anderes Spiel. Online, na, Settings. Warte mal, wie war denn das da? Snap der Movement. Click to jump on. Das werden wir jetzt einmal nur ganz kurz testen. Nehmen wir dafür Indoor kurz. So. Nochmal schauen, wie das jetzt ist. Click to jump, das wollte ich nämlich nur ausprobieren. Schuss und. Ah, sorry. Also wenn man die zwei Trigger-Tasten drückt, ist man in der Luft. Okay. Okay. Sorry. Okay. So, gehen wir ins Menü. Wir schauen mal kurz, ob wir da Online-Gegner finden. Looking for a room. Region EU, okay. Region EU. Ah, das war vielleicht. Was ist das? Wir machen das jetzt aber anders, weil es spielt ja eigentlich keine Rolle. Wir gehen mal einfach nicht auf EU, sondern Automatik. So. Und das probieren wir es nochmal. Mal generell. Ah, geht da trotzdem auf EU. So. Also, man muss sagen, es schaut gut aus. Bisher diese. Diese Grafik so von Minecraft schaut cool aus. Ich habe es auch schon einmal noch einmal probiert. Es kommen immer andere Leute. Also einmal so eine Art Indiana Jones, dann haben wir so einen Indianer, also einen Wikinger gehabt und. Also da kommen immer wieder andere Gegner, das ist recht lustig. Aber ich glaube, da online geht glaube ich nichts. Okay. Naja, es ist auch, es passt. Es ist recht witzig. Dann gibt es noch einen Bombenmodus. Wie gesagt, das Spiel kostet 5,99 auf Steam. Okay, aha. Da spielen wir noch gegen an. Die ist schwer. Boah. Boah, boah. Okay, das war auch nichts. Ah, endlich. Explodiert bei ihm, ha? Hohohohohoho. So, ach, ich habe ihn wieder. Oh. Ah. Scheinbar wieder einen Punkt gekriegt. Yes, wo sind die Punkte? 3-0. Hey. Oh!
Also man kann sagen, was man will, das Spiel ist lustig. Alles klar, das war's für heute. Ich danke fürs Zusehen, super Spiel, taugt mir voll. Also ich finde echt ein kleines Spiel, billig, lustig. So, wir sind wieder zurück hier. Also ich glaube, das Spiel ist echt, das Spiel ist cool, das Spiel ist lustig. Das Spiel ist ein kleines Spiel, 6 Euro, ich glaube, wenn einer von euch Raucher ist, ich bin es nicht. Das ist ein Backel Zigaretten, kauft euch das Spiel, das ist echt lustig, macht Spaß. Multiplayer und so weiter, einfach genial. Holt euch das Spiel. Bitte, wenn euch das Video gefallen hat und ihr weiterhin Videos haben wollt, ich mache gerne noch viel mehr Videos, bitte ein Abo da lassen, bitte ein Like, bitte, danke. Und auf zum nächsten Video. Es kommt heute gleich das nächste. Danke, tschüss, baba, pirtei.